Was? Wir sind keiner rallt was. Wir sind in Folge 4. Mach jetzt doch, was du willst. Ja, siehst du, ja. Bisschen Rippel. Ja, das war jetzt. I have a great time. Barki, was first. Oh, Klimber, first blood. Was wart ihr denn jetzt alle? Tot. Ich hab Seeds gefunden. Darf ich Agrarwirtschaft studieren? Nein. Warum nicht? Aber also, Papa, auf jeden ich will Fall keine Tänzerin werden. Oh Gott. Du wirst jetzt professionelle Tänzerin. Ob du willst oder nicht. Alter, was geht denn hier ab? Oh, what the und da bin ich gestorben. Oh, ich bin echt gespannt, wenn die Zuschauer es rauskriegen, wer Kira ist. Nee, ganz ehrlich, das ist so ein Chaos hier. Das kriegst du ja gar nicht raus. Ich hab übrigens Schwamm berührt. Ganz wenn ich jetzt ehrlich, sterbe, ist es auch überschuldet. Wenn Early einfach nicht loslassen kann, der darf sich auch gleich mitduellieren. Ey, hundertprozentig Schwammtime bei dem. Aber wisst ihr was? Leck wir mich. Das tatsächlich mal. Leute, liebe Soldaten, hört gut zu. Einmal bitte ich euch hier in der Mensa ganz schnell euer Inventar zu leeren. Einmal kurz alles hier in diesen Mülleimer zu werfen in der Mensa. Alter. Und dann folgt ihr mir, dann werdet ihr ausgestattet. Kann ich den Tagesplan behalten? Den Tagesplan solltet ihr behalten. Ihr kriegt auch Geld. Und auch die OP-Äpfel. Der Müll ist voll. In der Kiste? Kiste ist voll, da passt nichts rein. Ja, einmal Kiste zumachen, Kiste wieder aufmachen. Lars nimmt mich als Kiste. Was? Nein. Dann wird das Zeug einfach entgegengeworfen. Klimm, ja, ich habe aber Hunger. Fällig Klimm da hinten? Early, wenn ich gleich... Okay, Early, jetzt weiß ich's. Okay, gut, dann folget mir, wenn ihr soweit seid. Weg mich, hier, da, Käse. Ganz viel Käse für dich. Auf das Back. Ey, ich sterbe gleich. Da sind so viele Schwämme. Ich habe gar keinen Bock drauf zu gehen. Wer hat eigentlich den Zaunien gesetzt? Leute, wenn Early in eurer Gegenwart einen Goldapfel isst, dann sterbt ihr. Und zwar, Leute, ab dem Moment, wo ich gerade Early angeschrien habe, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt sterbe. Hä? Dann wisst ihr den Zeitraum. Klatsche? Ja, und wenn... Nein, kaputt geht. Halt, stopp, fliegen. Murgebatsche. Kannst du mir am Arsch lenken? Oh, ich hab mich selbst... Ja, ernsthaft? Ich hab gewonnen, ey. Mann. Ich war's diesmal nicht. Ich wollte eins wegfahren. Hallo, einem so pissi, aller. Hau ab jetzt! Nein, du gehst da runter! Sterb jetzt! Lass mich in Ruhe! Bitte? Jetzt haben wir eine kleine Wasserüberschwemmung hier, meine Damen und Herren. Early, deine Schwämme müssen mal ganz kurz herhalten. Mach mal das Wasser hier weg. Ja, ich komme. Ich sterbe gleich. Ich gehe einfach. Tschüss. Ja, genau. Und ein Ripp. Ich mache jetzt ein Solo-Let's Play. Ne? Ich hab's geschafft, Käse. So, Leute, wir gehen jetzt zur Waffenkammer. Dort werdet ihr ausgestattet. Und dann heißt es einmal ein Duell hier auf offenem Platz. Folget mir bitte. Ich führe euch zur Waffenkammer. Jeder darf sich einmal dort ausrüsten. Und dann geht es los. Hier ist sie, die Waffenkammer. Und zwar hier hinten bei dem roten Beacon haben wir hier nun die Waffenkammer. Können wir den roten Beacon nennen? Oh, ich will belgische Waffeln. Waffelkammer. Waffelkammer. Waffelkammer? Alter. Da geht's rein. Dürfen wir da einfach reinlaufen? Ich hab gar keine Waffe. Ja, dürft ihr. Ihr habt meine Genehmigung. Oh, Alter. Grenade. Gibt's hier nur Pfeil und Bogen? Nö, hier gibt's alles Mögliche. Ah, da sind die Eimer. Okay, lol. Ich brauch da gar keine. Ja, ich komm gar nicht dazu, mich auszurüsten. Boah, weiß war schon cooler als. Nein! Was geht da drüben jetzt wieder ab? Jetzt gerade irgendwo Bums gemacht. Ja, da hat irgendjemand den Tier. Es scheint jemand zu sein, Seid ihr ausgerüstet, Leute? Nein, ich sterbe ja in der Waffenkammer, Mann. Wieso stirbst du denn? Ja, weil Kira irgendwer ist. Ach, es gibt auch... Nee. Oh, Leute. Ach, falsch. Was sollen wir denn uns ausrüsten mit? Waffen und Rüstung. Irgendwie was. Sobald ihr glücklich seid, dann kommt ihr mit. Oh, lol. Ja. Achtung, 3, 2, 1. Ich bin noch gar nicht ready. Hier entlang, bitte. Hey, hallo? Lars und Spark. Kamera müssen wir auflassen. Also als Kopf dürfen wir keinen Helm nehmen. Ihr solltet als Kopf, genau, ihr dürft keinen Helm als Kopf nehmen. Das bleibt. Oh, das habe ich natürlich gewusst. So, die anderen dürfen jetzt auch mitkommen. Die beiden wichtigsten Personen sind gerade schon mal ausgelöst, weil Lars und Spark werden jetzt ja gegeneinander duellieren. In einem offiziellen Duell. Back auf, guck mal auf den Boden, dann gewinnst du. Klim hat sich mit dem Schicksal duelliert und hat verloren. Wo ist Lars hin? Ja, ich bin mich noch am Equippen, Mann. Okay. Wurde doch getötet. Ich erkläre euch kurz, wie das Duell richtig abläuft. Die Kontrahenten stellen sich über den Rücken gegeneinander. Ah, TNT. Back, lass mich in Ruhe. Back, lass mich in Ruhe. So, ihr seid bereit, dann folgt mir. Schneid! Folgt mir. Ja. Nein. Ernsthaft, Early wollte schon wieder porten. Ich so. War so witzig.
Ihr wisst, wie ein Duell abläuft? Ja, man hat 4000 Leben. Gegeneinander. Ja. Mit dem Rücken zueinander. Ich spiele in den weißen Drachen. Park hierhin, Lars direkt daneben und dann sagen wir en garde, ihr geht 10 Schritte. Ja. Es war ohne Scheiß, war Early mit seinen Schwimmen. Ja, Moment, mindestens 30 Sekunden war die Aussage und ich habe ihn gerade platziert in dem Moment, ja. Du bist ziemlich gerade im Verdacht, mit den Schwämmen zu ermorden. Ohne Witz. Nein, er hat nämlich eben. Damit. Natürlich nimmt er die Schwämme. Du brauchst mir das erzählen. 3, 2, 1 und en garde. En garde. Ist der gerade er war unsichtbar. Ja, ich habe verloren. What? Das lief irgendwie seltsam. Hey. Early Wurde. Oh, Sparky ist tot. Ja, ich hätte einen Apfel vorher essen sollen. Ja, aber es gab doch gar keine Äpfel in der Waffenkammer. Ich kann mit Kräften retten, wie ihr gesehen habt. Also. Moment, wer von euch glaubt jetzt, wer von euch Kira ist? Das macht ja gar keinen Sinn. Ich glaube, also, Joe ist es. Denn Early kann nicht aufhören, mit diesen Kackschwämmen hier rumzuplatzieren. Ja, ich hab nämlich jetzt auf. Early, du bist Kira, stimmt's? Pass auf, Spark. Wenn du der Meinung bist, dass ich Kira bin, dann wirst du jetzt sterben müssen. Early, du bist Early. Also. Ich hab ihn einfach mal weggehauen, ne? Zeit verzögert, Early. Du hast eben gerade gesagt, ganz ehrlich, du kannst ja damit nicht aufhören. Dann setz einfach gar keine mehr. Ja, genau, richtig. Dann hör einfach damit auf. Ja, damit jetzt auf. Aber ja, Moment, aber Spark, was ist denn, wenn dich ein anderer Kira tötet? Okay, Leute, stopp, pass auf, wir müssen eine Sache ausprobieren. Und zwar stellen wir uns jetzt alle hier im Kreis auf. Wir stellen uns alle im Kreis auf. Jeder guckt den anderen an. Leute, hier einmal alle im Kreis aufstellen. Dann müsste jetzt ja keiner sterben. Wenn in den nächsten 30 Sekunden niemand stirbt, dann ist alles klar. Nee, nicht 90 Sekunden, ne? Weiter auseinander. Okay, wer hat was gemacht? Wer hat jetzt irgendwas gemacht? Ein Eimer vor 5 Sekunden. Steht ganz auf der anderen Seite von Katze. Ich habe gar nichts gemacht. Warte, lass uns doch mal hier ein bisschen weiter auseinander. Early und Klim, ihr seid definitiv zu nah aneinander. Spark kommt dorthin und jetzt fehlt noch, genau, Items kommt hier hin. So, es dürfte jetzt ja keiner sterben, oder? Das stimmt nicht, dazu müssten wir mehrere Minuten hier stehen bleiben. Ja, mindestens 30 Sekunden reichen ja aus. Wieso reichen denn 30 Sekunden? Eigentlich müssten 80 Sekunden stehen bleiben. Oder 80, ja gut, das ist dann auch ein bisschen... 80 Sekunden. Wir machen da währenddessen einen Talent-Contest draus. Okay. Ah, Clem, der guckt im Himmel. Was soll das, Klimi? Also gut, der ist schon mal gestorben. Der hat also das Talent zu spielen. Ja, das bedeutet auch ein Talent. Das ist schon Talent. Ja. Irgendjemand scheint auf irgendeine Art und Weise jetzt die anderen umzubringen, weil wir standen im Kreis jetzt gerade. Nein, es ist immer noch zeitversetzt. Das ist ja nicht in Relation gesetzt. Das ist ja schon, solange wir den Abstand einhalten, gerade so da bleiben. Also entweder das oder hier läuft irgendwo einer im Kreis durch die Gegend und bringt uns um, ohne dass wir merken, dass er da ist. Ja, aber wir sind ja nur 6. Bis 6 zählen kannst du, oder? Pass auf, ich habe eine Theorie, Spark. Ja. Möchtest du, guck dir mal den Mushroom-Ding an. Guck genau an. Ja, okay, danke. Ja. So, jetzt bleiben wir stehen. Und, wie ist ihr habt ja noch eine Vermutung, oder? Wir können jetzt mal die Taste verlaufen. Klim, würdest du mir den großen Gefallen tun und einmal Early anschießen? Du kannst ja am Arsch. Nein, warte. Nee, das ist ja jetzt Warte. Klim ist es nicht mit dem Schießen. Ich hab den Beweis schon. Ich glaube aber, dass Klim mit dem Bogen eine gewisse Zeit in deiner Nähe sein muss. Der muss einfach nur den Bogen in der Hand haben. Ja, oder einen anvisieren und dann schießen. Nein, der hat mich mal auf ein Trainingsschiff angeschossen und da ist nichts passiert. Doch. Wir waren nur zu zweit. Ich stelle mich jetzt einfach mal ein bisschen mit dem Bogen nämlich, okay? Ja, bitte. Ja, aber visieren einmal an mit dem Bogen. Bogen ziehen, ne? Ja, okay, visieren. Ich habe keinen Pfeil mehr, Ja, kriegst du. Aber niemand anders, ich glaube nicht, dass er anvisieren braucht. Ich glaube, der braucht nur in der Nähe stehen, aber... Okay, ich stand hier. Okay, Klim stand jetzt in der Nähe von Lars. Wenn jetzt gleich Lars stirbt... So, zufrieden, Early. By the way, die 80 Sekunden sind gleich rum und Early ist immer noch nicht tot. Das die 80 Sekunden, die sein können, währenddessen... Klim geschossen hat, kann es ja noch nicht gewesen sein. Nein, aber Spark hat doch vorhin auf den Boden geguckt, dann kann das ja auch irgendwie nicht hinkommen. Ja, aber das kann ja sein, dass der nicht einfach auf den Boden gucken musste. Vielleicht muss der das irgendwie 3 Sekunden lang machen oder Sparky, so. Sparky, Kopf an Kopf. Ja. Kriegen wir das hin? Komm, wir gucken so voreinander auf den Boden und nicht bewegen. Einfach mal stehen bleiben. Nur auf den Boden gucken, nicht bewegen. Nein, auf den Boden. Joe war gerade in der Nähe von Lars. Nee, da war was Spark und du Items da drauf nehmen. Guck dir mir das an. Ja.
Und jetzt, oh nein, jetzt ist Nacht, das ist schlecht. Oh Gott, wenn jetzt nicht einer stirbt, können wir es nicht auflösen, denn wir müssen ja gleich schlafen. Wenn Katze jetzt gleich in der Kaserne stirbt, dann ist es Party. Nein, das Problem ist, in der Kaserne treffen wir alle wieder aufeinander und jeder kann tun, was er will, weil wir alle durcheinander sind. Das ist jetzt ein kleines Problem. Wir dürfen in der Kaserne machen, was wir wollen? Warum sagt mir das keiner? Natürlich dürft ihr da machen, was ihr wollt. Pyjama-Party! Pyjama-Party. So, ich geh ins Bett. Okay, okay, es ist keine Chance. Wer ist von Kira, bitteschön, von euch? Klim hat bis jetzt nicht mit dem Bogen auf jemanden, mit dem gespannten Bogen auf jemanden gezielt. Hä, warum soll ich das auch machen? Ja, das machst du die ganze Zeit. Hä, okay. Steh nochmal auf aus deinem Bett. Mach ich direkt morgen früh, okay? Okay, mach das. 1 Uhr Nachtruhe und so. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Gute Nacht. Ha, guten Morgen. Guten Morgen. Oh, ja, das ist eine komische Nacht. Ich muss sagen, die verfliegen hier echt. Ich hab keine Milch. Fast als wäre es noch derselbe Satz. Achso, Lauf, ich hab Milch. Vorsicht bei Joe, wenn ihr Milch trinkt. Ja, ja, ich bin ja Milchbube. Ich töte ja mit Milch. Wo ist dein Frühstück aller? Das sollten wir auch nochmal vielleicht überprüfen, ob das wirklich so wahr ist. Ja, ich würde sagen, Katze lebt immer noch, ne? Ja. Zufrieden und Early lebt auch noch. Ich glaube, mit Karotten. Sehr schön, mein Jeder Early noch Katze sind gestorben. Zufrieden jetzt? Ich glaube, das Problem ist, dass eine Fähigkeit ist, ein Item nur in der Hand zu haben in der Nähe von anderen Leuten. Uff. Und das ist halt echt schwer rauszukriegen. Early hat immer Goldäpfel. Also Lars, aber ich habe das Gefühl, wenn das existieren würde, würde es nicht funktionieren. Doch, ich glaube schon, weil ich glaube, du musst in der Nähe bleiben, weißt du? Geht bitte alle weg von mir. Early, geh wieder weg. Spark, du musst einfach mal ein Knattern lassen und dann gehen alle weg. Also. Items, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal wieder Richtung Training. Ernsthaft? Wer hat hier... Vorsichtig, das kann ja alles abbrennen. Wer hat mich angezündet? Ist es eigentlich verboten, was in die Luft zu springen? Ja, natürlich ist es verboten. Ich bin halt ziemlich hot und so. Würde er auch niemals tun. Aha. Ernsthaft? Aha. Items? Tschüss. Items? Alter, nein, das war ich. Aber es ist ja glücklicherweise etwas in Sicht. Und zwar ab der nächsten Folge können die Zuschauer abstimmen. Geh weg! Und dann können die Zuschauer entscheiden, wer von euch tatsächlich Kira ist. Und mal gucken, ob wir es schaffen, ihn zu überführen am Ende. Ja. Ich glaube nicht. Also ich glaube, das wird echt schwer. Kadetten, dann gehen wir noch mal zum Parcours-Gelände und werden noch mal uns ein bisschen im Parcours üben. Das hat ja nicht so super gut geklappt. Okay, Parcours! Ja. Wie findet ihr den Chipfire-Hooks, die ich hier dran gesetzt habe? Diesen hübsch. Hallo, Early. Voll unnötig, aber danke. Hä, hey, die sind doch voll hübsch. Au! Alter, Items war's. Ich hab mich selbst im Spiegel angeguckt, während ich gesneakt hab. Das war dumm. Ja, geil. Ich bin der weltbeste Jump'n'Runner hier. Das ist auch geil, ist die Schwämme. Das sind schon Hilfen für den Parcours. Dann sollten die Schwämme entfernt werden. So, nächste Folge bedeutet es, liebe Zuschauer, ab dann könnt ihr abstimmen über die Videobeschreibung, über die Links dort. Juhu, ich hab's geschafft, Ich hab nämlich ein einziges Mal einen Sprung hier geschafft von dem Ding. Oh Mann, ich hab das. Du musst auf die Mitte springen und Shift dabei gedrückt halten. Soll ich jetzt eigentlich das mal mit dem Bogen beweisen oder was da los?